wenn man so will, eine Spätstarterin, die in jungen Jahren ganz einfach nicht an den vielen guten Kolleginnen vorbeikam, auch nicht bei den nationalen Meisterschaften, aber jetzt scheint diese Talsohle durchschritten zu sein. Liegt auf dem 5. Platz nach dem Kurzprogramm. Braucht allerdings schon eine gute Leistung, um die Führung zunächst zu behalten. Wir erinnern uns, Dr. Mischewa bekam knapp über 112 Punkte in der Kür. Wackelig, aber dennoch gestanden. Erste Dreier-Kombination, dreifach Lutz, Doppeltulo, Doppelrittberger. Eine wunderschöne, eine starke Leistung von Akiko Suzuki. Ganz wie man sie so kennt,
wirkt immer eher bescheiden, zurückhaltend und trotzdem spielt sie genug in den richtigen Augenblicken und Momenten. Einfach eine schöne Kür. Ja, das ist wieder die Akiko Suzuki, wie man sie kennt. Im Kurzprogramm war sie überraschend modern, ist in so einer Art Lederoutfit aufs Eis gekommen. Also das war schon ein bisschen anderes Auftreten, aber sehr interessant. Jetzt ist sie so ein bisschen wieder zurück zu den klassischen Wurzeln. Das ist jetzt nicht etwas, was einen erschreckt, sondern das ist sie einfach. Ja, also ich denke, das Gute ist auch eben, dass man zwei komplett verschiedene Programme zeigt. Kill Bill, Musiken aus dem Film, das war das Thema des Kurzprogramms. Man muss natürlich bei, und das tut man sehr genau, hinschauen bei Akiko Suzuki. Es sind alle Sprünge auf rückwärts, aber das macht ihr eigentlich keinen schlechten Eindruck heute. Ja, das stimmt. Das war ja der Grund für ihren, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nur fünften Platz. Das in der Kombination, der zweite Sprung, da fehlte mindestens eine halbe Umdrehung. Heute in der Kür macht es in der Tat, wie du schon sagtest, einen besseren Eindruck. Die Doppelachsel-Dreifach-Tulup-Kombination, die schien wirklich auf rückwärts zu sein. Ja, Doppelachsel-Dreifach-Tulup, da gab es wohl auch nicht die großen Probleme. Insgesamt gesehen ist es nicht so, dass man bei Akiko Suzuki jetzt den großen Ausbruch erwartet. Bei einer Kür sowieso nicht. Aber es ist eine gewisse Leichtigkeit, es ist eine angenehme Bescheidenheit, so empfinde ich das immer, wenn sie läuft. Und das passt zu ihr. Muss natürlich klar die Führung sein. Ja. 120 Punkte. Stark. Deutlich. Das sind viele Punkte. Ja, ja. Da kommt sie ganz nah an ihre bisherige Bestleistung ran. Und distanziert Tukta Mischewa nochmal allein um 8 Punkte nur in der Kür.